Zu Beginn der letzten Ferienwoche haben wir uns mal wieder auf den Weg in den großen Hamburger Tierpark gemacht. Unsere erste Station waren die Elefanten direkt hinter dem Haupteingang. Die Dickhäuter im Tierpark Hagenbeck sind asiatische Elefanten. Sie können bis zu 3,50 Meter groß und 6 Tonnen schwer werden. Nach den etwas größeren afrikanischen Elefanten sind sie die zweitgrößten Landtiere der Erde. Der asiatische Elefant ist in der freien Natur leider stark gefährdet. Im Tierpark Hagenbeck lebt mit 9 Elefanten eine der größten Herden Europas. In ihrer weitläufigen Freianlage und der großen Freilaufhalle bleiben die sozialen Tiere rund um die Uhr in ihrer Herde, können sich frei bewegen und ihren natürlichen Instinkten folgen. Asiatische Elefanten ernähren sich von Pflanzen und nehmen bis zu 150 Kilo am Tag davon zu sich. Was für eine Rüsselparade! Auch die Trampeltiere lassen ihren natürlichen Instinkten freien Lauf. Und sie genießen ganz offensichtlich die warme Sonne. Nasenbären sind gesellig lebende Kleinbären aus Südamerika. Scharrend und schnüffelnd verbringen sie die meiste Zeit mit Futtersuche am Boden. Es geht aber auch gerne mal hoch in die Bäume. Nasenbären sind außerordentlich geschickte Kletterer. Körperkontakt und gegenseitige Pflege sind ihnen sehr wichtig. Auch an für uns Menschen eher ungewöhnlichen Stellen. Auf dem Affenfelsen leben die Mantelpaviane in Haremsgruppen mit bis zu 15 Weibchen. Die Damen tragen kurzes bräunliches Fell und sind nur halb so schwer wie die Männchen. Interessant ist die Methode der Weibchen, ihren Nachwuchs unter Kontrolle zu halten. Wozu so ein Schwanz doch gut ist. Die gegenseitige Fellpflege dient nicht nur der Hygiene, sondern fördert auch den Zusammenhalt der Gruppe. Die Männchen haben ein silbergraues Fell, das sie umhüllt wie ein Mantel. Daher kommt auch der Name. Die roten Hinterteile signalisieren Paarungsbereitschaft bei den Weibchen und Stärke bei den Männchen. Mantelpaviane sind Allesfresser und sagen daher auch zu einem leckeren Salat nicht nein. Am liebsten ganz für sich allein. Der Schwarzschwanz-Präriehund lebt in der nordamerikanischen Prärie. Er hat außer seinem bellenden Ruf nichts mit einem Hund gemeinsam und ist eher mit den Murmeltieren verwandt. Einige Tiere halten Wache und warnen die Familie vor Feinden. Um 1700 zogen noch ca. 60 Millionen amerikanische Bisons durch die offene Prärie. Ende des 19. Jahrhunderts waren durch intensive Bejagung nur noch 835 Tiere übrig. Dank intensiver Schutzmaßnahmen gibt es inzwischen wieder ca. 30.000 wildlebende Tiere. Bei
so einem Auf und Ab kann einem auch schon mal etwas duselig werden. Das bis zu 1,90 Meter große und 1000 Kilo schwere Wildrind ist heute neben dem Weißkopfseeadler das Nationaltier der USA. Nach dem ersten Teil unserer Safari durch den Tierpark Hagenbeck ließen wir uns zwischen Flamingos, Pampashasen und Teichhühnern auf einer Bank am See nieder, um ein kleines Picknick zu machen. Freilaufende Pampashasen leben gefährlich. Sie üben offensichtlich eine magische Anziehungskraft auf einige Besucher aus. So zutraulich sind sie dann aber trotz Anfütterung doch nicht. Nach dem leckeren Picknick haben wir unsere Safari fortgesetzt. Ein Grünflügelaarer kann bis zu 90 cm groß und 40 Jahre alt werden. Aras leben sehr gerne in Partnerschaften. Mit ihrem lauten, durchdringenden Krächzen versichern sie sich, dass ihr Partner in der Nähe ist. Antwortet der Partner nicht, macht sich der Ara auf die Suche. Die eleganten rosa Pelikane sind mit einer Körperlänge von bis zu 1,75 Meter und einer Flügelspannweite von bis zu 3,60 Meter deutlich größer als ein Höckerschwarm. Ihr riesiger Schnabel kann bis zu 47 cm lang werden und hat einen eingebauten Kescher. Der Pelikan setzt ihn wie ein Netz ein und fischt damit seine Beute geschickt aus dem Wasser. Die im Wasser und in der Luft so eleganten Tiere wirken an Land eher ein bisschen unbeholfen. Unsere Safari führte uns weiter zu den Meerschweinchen. Im Grunde unspektakulär finden sie doch immer ihr Publikum, weil sie so niedlich sind. Meerschweinchen stammen aus Südamerika und sind sehr gesellige Tiere. Wir hatten auch mal eins namens Willi. Und Willi sah genau so aus. Die nächste Station waren die Kamtschatka-Bären. Trotz ihrer Größe von bis zu 3,20 Meter war nicht viel von ihnen zu sehen. Die Kamtschatka-Bären sind eine Unterart der Braunbären. Ihre Heimat ist Russland. Sie sind Allesfresser und können bis zu 600 Kilogramm schwer werden. Ihre Lieblingsspeise ist der Lachs, womit sie sich vor der Winterruhe einen ordentlichen Winterspeck anfuttern. Dieses Exemplar scheint damit aber noch keine Eile zu haben. Der Bär ist ihr jedenfalls nicht los. Diese Statue zeigt Karl Hagenbeck, den Gründer des Tierparks und Erfinder der gitterlosen Gehege, mit seinem Lieblingslöwen Triest. Er revolutionierte und beeinflusste weltweit die Zooarchitektur durch seine naturalistischen Freigehege.
Hagenbeck ist jedoch auch umstritten, da er ab 1875 die sogenannten Völkerschauen in Europa etablierte. Bei Hagenbeck gibt es nicht nur exotische Tiere aus aller Welt, sondern auch Haustiere aus unserer direkten Umgebung zu sehen. Dieses kleine Schweinchen scheint sich sauwohl zu fühlen. Auch der Weißstorch ist allgemein bekannt und gerne gesehen. Der Nimmersatt hingegen ist ein bei uns eher unbekannter Verwandter des Weißstorchs aus Afrika. Apropos Nimmersatt, auch wir legten wieder einen kleinen Stopp bei einer Fressbude ein. Die nächste Station auf unserer Safari war das Eismeer. Hier tummeln sich einige südamerikanische Seebären und genießen den schönen Nachmittag. Den besten Platz verteidigt der Seebär genauso verbissen wie der deutsche Urlauber seine Sonnenliege am Pool. Jetzt aber, endlich in Ruhe entspannen. Und schon wieder so ein Störenfried. Es ist nicht zum Aushalten. Vielleicht ist es hier ja auch ganz schön. Oder auch nicht. So lässig können sich nur Seebären am Kinn kratzen. Die pazifischen Walrosse sind mit 800 bis 1900 Kilogramm ca. 10-mal so schwer wie die Seebären. Sie sind daher an Land etwas weniger dynamisch unterwegs. Ihre 4 cm dicke Haut und die darunterliegende 8 cm dicke Fettschicht schützen die Walrosse vor Kälte und Verletzungen durch scharfe Eiskanten oder spitze Steine. Diesen Schutz können sie in ihrer Heimat, den kalten Meeren der Nordhalbkugel, sehr gut gebrauchen. Hier in Hamburg lebt Deutschlands einzige Walrossgruppe. Das Männchen Odin ist zurzeit sogar der einzige Zuchtbulle in Europa. Walrosse sind elegante Schwimmer. Durch 2 aufblasbare Luftsäcke im Rachen können sie sogar im Wasser schlafen, ohne unterzugehen. Unter Wasser schweben sie geradezu. An Land hingegen wirken sie etwas schwerfällig. Und dann gab es doch noch eine Fütterung zu sehen. Und das sogar bei diesen beeindruckenden Tieren. Jede Fütterung ist auch gleichzeitig eine Trainingseinheit. Hier werden Verhaltensweisen eingeübt, die zum Beispiel für den Tierarztbesuch notwendig sind. Das Publikumsinteresse ist auch unter Pandemiebedingungen groß.
Hier kann man diese faszinierenden Tiere in Ruhe an Land betrachten. Ab und zu bekommt man während der Übungen auch die Stimmen der Walrösser zu hören. Diese Trainingseinheiten machen den Tieren Spaß und halten sie auch mental fit. Manche Übungen sind aber auch einfach nur lustig. Am Eingang ins Innere des Eismeeres mussten wir etwas warten. Das wird an den Corona-Schutzmaßnahmen gelegen haben, aber wohl auch an Eisbärin Victoria, die von den Besuchern bewundert wurde. Sie hat vor kurzem einen neuen Partner bekommen und jetzt hoffen alle auf Eisbärennachwuchs. Wir haben den Walrossen beim Tauchen zugeschaut. Die Humboldt-Pinguine haben den Spieß umgedreht. Die Menschen scheinen für die südamerikanischen Wasservögel ebenso eine Attraktion zu sein, wie sie selbst es für die Tierparkbesucher sind. Vom kalten Eismeer führte uns unsere Safari jetzt direkt in die heiße Savanne Afrikas. Zebras kommen ausschließlich auf diesem Kontinent vor. Sie sind sehr soziale Tiere, die in Familienverbänden leben. Diese Chapman-Zebras bevölkern überwiegend die weiten Savannen und Halbwüsten im südlichen Afrika. Die Mandrills stammen aus den grünen Regenwäldern Zentralafrikas. Das Gesicht der dominanten Männchen wirkt exotisch, grell und bedrohlich. Leuchtendes Rot und Blau signalisieren bereits von Weitem, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Diese Kriegsbemalung zeigt Wirkung, auch ohne Kampf. Der große Felsen ist Teil von Karl Hagenbecks weltberühmten Afrika-Panorama. Ebenso wie der Affenfelsen existiert er schon seit der Eröffnung des Parks 1907. Seitdem wird er von den nordafrikanischen Mähnenspringern bewohnt. Der König der Tiere wirkt seit jeher eine große Faszination auf die Menschen aus. Der afrikanische Löwe ist nach dem Tiger die zweitgrößte Großkatze der Erde. Er wird bis zu 1,10 Meter groß, 220 Kilogramm schwer und lebt, im Gegensatz zum Tiger, in Ruhe. Die meiste Zeit des Tages verbringen sie ruhend. So mancher schläfrig wirkender Löwe ist aber tatsächlich hellwach. Unsere Hagenbeck-Safari führte uns jetzt an einem Tier aus der zauberhaften Harry-Potter-Welt vorbei. Schneeeule Hedwig war Harry jahrelang eine treue Begleiterin. In den Filmen wurde sie allerdings immer von männlichen Tieren dargestellt, denn weibliche Schneeeulen sehen so aus.
wie bei den anderen Landraubtieren auch, war bei den Leoparden nicht viel los. Sie liegen am liebsten auf der faulen Haut und warten auf die nächste Beute. Wir hatten Glück, überhaupt einen zu sehen, denn Leoparden verstecken sich auch gern. Die nächste Station unserer Safari war der sibirische Tiger. Auch die mit bis zu 300 Kilogramm größte Raubkatze der Welt wurde durch den Menschen an den Rand der Ausrottung gebracht. Die Riesenschildkröten beeindrucken durch ihr biblisches Alter. Sie stammen von den Seychellen, können bis zu 300 Kilogramm schwer und weit über 100 Jahre alt werden. Hagenbecks älteste Riesenschildkröte Leopold wurde 1910 geboren und ist damit nur 3 Jahre jünger als der Tierpark selbst. Die älteste Riesenschildkröte überhaupt wurde vermutlich 256 Jahre alt. Die letzte Station unserer Safari waren die Sumatra-Orang-Utans. Sie sind äußerst aktiv, brauchen viel Bewegung und sind unersättlich neugierig. Trotz ihres beachtlichen Gewichts von bis zu 90 Kilogramm verbringen Orang-Utans die meiste Zeit in den Baumwipfeln und steigen nur selten zum Waldboden hinunter. Ihre Lieblingsspeisen sind Früchte und Blätter, aber auch Ameisen, Termiten und Vogeleier. Leider gehören auch diese nahen Verwandten des Menschen zu den von der Ausrottung bedrohten Tierarten. Schönen Tag im Tierpark Hagenbeck machten wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Wir kommen bestimmt bald mal wieder.